Meine Tochter ist anders. Die macht die Dinge anders. Mir war immer klar, dass du deinen Weg machst. Ich glaube, er hat herausgefunden, dass ich vielleicht gar nicht studiert habe. Helene, du hier? Wann warst du das letzte Mal hier? Vor 4 Jahren? Ich habe ewig nicht gesehen. Ich habe mich all die Jahre nicht blicken lassen. Ich habe das Zeugnis mir aus dem Internet runtergeholt. Stimmt. Wort für Wort. Wie läuft's in der Liebe? Ich hab was am Laufen. Er ist Musiker. Bin fürs Cello da. Na, dann komm doch rein. Er bringt so eine ganz besondere Seite in mir zum Klingen. Ist dir aufgefallen, dass Maike nur 2 Gesichtsausdrücke drauf hat? Du hast 1000. Könnte ich vielleicht ein bisschen Urin von dir haben? Du bist echt ein bisschen seltsam. Seltsam im Sinne von mysteriös. Ich hab so ein Social Startup. Wir betreuen blinde und halbblinde und krebskranke internationale Kinder. Selbstverständlich kann man auf gar keinen Fall Geld von einer 7-Jährigen annehmen, das sie ihrer Mutter geklaut hat. Ich verlange, dass die beiden Geschlechtsverkehr aufüben. Richtig saftigen Geschlechtsverkehr mit dem Penis in der Scheide. Nee. Seltsam im Sinne von seltsam. Ich hab mich schlau gemacht über dich. Ja. Ich weiß, dass du lügst, Helene. Und ich hab gesagt, du, ich hab das Examen in meinen eigenen Händen gehabt. Aber was uns echt wichtig ist, ist Transparenz. Echte Helene, Juristin. Kann es sein, dass du deinem Vater seine Lebenszeit entscheidend verkürzt hast? Ich mach's wieder gut, Papa. Ich mach alles wieder gut. Wichtig zu verstehen, dass sie sehr, sehr liebesbedürftig ist. Ich kenne einen Coach. Ich stell mir manchmal vor, dass du immer keine Waschmaschine hast und dir manchmal Unterwäsche fehlt und einfach ohne und auf uns rumläufst. Das wäre so absurd.